Nu geef je een gezicht en die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan. De jong met het haak. In 1 Korinther saß 10 vers 13 staat geschreven: Wachet, steht im Glauben, seid männlich und seid stark. In Engeland, da ist dat Mood fastjähren, even uit am Horst. Wenn de Horst kennt, dann kommen de Menschen van uit de Staat en de meiden sich Pied oder bringen ook manchmal ihre ene Pied met en dan wordt ne Jagd aufgehouden met vele Hoing, ook vele Begleiter. En wenn die dann wo einen Fox antrafen, dann jäht het even Stock und Stein, dann jäht het bloß sehr doll. De Former, die sind diese Tiet ziemlich in Angst. En hier wie ein Former, die houdt nicht sehr viel Land, aber die houdt een sehr schönes Fleck Jorst. Dat wir ein bisschen lauter als de andere Erd, aber dat wir nu meist Rieb zum Schneiden, en haben wir bang, of hij dat wordt behouden kennen. Hij houdt een tuner aan dat vlek, een gouden fence, en dat haak, dat weer van twee pools, wat er even lagen, en die worden dan doolgeloten om er even voren. Nu, als hij kreeg hij wat te horen, dat er wordt een vastjaagd zennen, en karten, en hij moest op een waag voren, en hij had bloos een 10-jarige jong. Dan vraagt hij dem jong, zegt hij, kost du nu ans vlek oppassen? Best du man genoeg? Oba jo, zegt de jong, hij straakt zich zo raar steil op. Ik word stonen als een man. Wat zal ik doen? En dan zegt de vader hem dan, waar hij stonen zal bij dat haak, en in keinem fall dort doorloten, voor keinem. Dan de jorst, die zal behouden blijven. De mutter, die merkt dem jong dan een klein eten rijd, dan ze weten je niet of hij door dem dag even moet stonen. Dan jijt de jong dan door zijn stalt naar zijn plaats en staat door. Dan wordt de tijd een beetje langwielig. En daar is een beetje een hegel, ver dat land. En als hij door een paar stunden gestonen heeft met eenmaal hier heen je reis, dan komt er een vas over de hegel met alle geschwindigheid onder de tuinderg en de jorsten in en de ganse heet grote hoing hingen er aan en die schreeuwen wat ze kennen. En hingen die komen dan vele rippers. Als ze de tuinder zijn, dan komen ze ook alle door nog aan naar dat haak en schreeuwen, jong, laat dat haak dol, merk de pool dol, wie willen even, wie zijn ze er bozig. Das Jung, der steht bloß mit seiner Hand an dem obersten Pol und sagt, mein Vater hat Befehl gegeben, lot du den Pol nicht dol und denkt, was passiert. Und dann sagt der Förster, du weißt ja nicht, wer hier mag uns erst. Hier ist eine Herrschaft von der Channingshuis von in London. Das Jung sagt, mein Vater sieht, für keinem soll ich diesen Pol dolloten. Als hij dat gezegd heeft, zo is dan ook de Fürst van dat Königshuis wat door. En dan zegt de jong, laat dat haak dol, ik beveel die dat. De jong zegt, ik kan dat niet doen. Dan zegt de Fürst, jong, weetst u wer ik zie? Ik zie van Königshuis, en de tijd kan komen dat ik word de Kennings zijn van ganz Engeland. En dan wordst u doch gehorsam zijn, wenn ik die befehlen, door dat haak dol te merken. Des jong, die bicht zich ihr Fall, meist bij de eerd, en dan zegt er, je eerd er, Fürst, ik wil die alle ihr schenken, wat die traft. Aber wenn dat zo is, als du sagst, dat du nog eenmaal wirst de kenning van Engeland zijn, dan wirst du doch wel een hand, dat die deine zullen den Befehl houden, wat du aan gaufst. De Fürst, die sagt, jo, jong, dat will ich haben. Dann sagt er, soll ich dann nu nicht ook meinen Vater sein Befehl so holen, als du bestaalt hast?
dann raubt es first all die andere, was mit einem Mett sind oder Noda, dann sag ich dir, nu soll die kicken nur diesem Jung, was ich geliert habe an dem. Der steht hier und der hat mir geliert, was hat mein Trüstonen auf ein Befehl, was wir gekriegen haben. Wenn ich noch einmal soll kennen worden von England, ich mocht so eine Deine haben aus des Jung, dort es in der Pfizer saß, fast Rettien geschrieben, um des Willen ergreifet den Harnisch Gottes, auf das ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. Wie in unserem Glauben, wir stonen dort her an der Feind, die will haben, wie sollen dit doloten und jan doloten, dit schot je nicht mehr, jan schot nicht, allemal deit out. Hab wie noch immer dat Haag so geholen, als wie dat abgenommen han, als wie uns bekehrden? Oder hab wie zwischen en dat Haag dolgeloten und han den Feind den Nen geloten en dat Feld? Wir sind eine sehr gefährliche Zeit überrückt mit jungen Menschen. Die Feind, die will in dat Feld nennen, die will dat alle verdorben. Und der Heiland, die sieht dann al, dat Feld es riet zu der Ernte. Da wein mat wie beten, der Herr soll Arbeiter schicken im Wienburg, dann die Ernte es riep, die Zeit es auch riep. Und wenn wir so ein Programm aus dort, wo Bruder Friesen so manchmal uns anmuntert, dass wir sollen trüstern und falsch tun, dann wollen wir danken, dass wir noch Prediger haben, was uns da noch auf Hand wiesen. Muss in jeder einer von uns trü in sein Feld blieben. Nun hat das Fangen ein Ende, nun ist die Not vorbei. Gott selber brachte die Wende, er blieb uns Menschen treu. Friede, Friede gibt es nun auf Erden. Friede, Friede, Gott selber greift ein. Friede, es kann alles anders werden. Selbst mit uns Frieden, er sandte Jesus Christ, der schuf am Kreuze den Frieden, der bleibt und ewig ist. Friede, Friede gibt es nun auf Erden. Friede, Friede, Gott anders werden. Friede, der Friedefürst ist da, lasst Jesus den Friedefürst her bei euch sein. Der Friede soll uns regieren, der uns von Gott geschenkt, der uns das Leben gebracht hat, an den die Zukunft hängt. Friede, Friede gibt es nun auf Erden. Friede, Friede, Gott selber greift an. Friede, es kann alles anders werden. Friede, der Friedefürst ist da, lasst